Hallo meine lieben Let's Play-Freunde, Undertaker heißt euch mal wieder. Herzlich willkommen hier auf seinem Channel. Wir spielen mal wieder Leisure Suit Larry Wet Dreams 3 Twice. So, wir stehen jetzt hier, wo wir aufgehört haben das letzte Mal. Wir haben blaues Wasser, für was auch immer. Und da kommt mir überhaupt eine Idee. Ich meine, diese Röhre ist total ausgelegt auf die hier. Ich glaube, irgendwann werden wir da oben irgendwas reinhauen müssen, das quasi hier rein und alles blau macht, mitsamt der Lady hier. Aber das kann natürlich ein Wunschtraum auch sein. So, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie es hier überhaupt weitergeht. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, als dass ich alle von allen möglichen Seiten hier mal anquatsch. Und zum Sehen, ob ich irgendetwas auslöse. Bis später. Möge das Licht dir den Weg weisen, Wanderer. Danke. Du auch. So, das Einzige, wo ich eben gesehen habe... Da springe ich nicht rein. Was? Don't jump in the pool. Es sieht einladend aus, aber stinkt zum Himmel. Okay, hier die grünen. La Cucaracha ist mir schon klar, stinkt zum Himmel. Wahrscheinlich müssen wir jetzt schauen, dass wir das auch noch irgendwie in den Griff bekommen. Die Frage ist nur, wie? Jetzt quatsch mal hier nochmal mit dem... Batschen? Ich glaube, der blinzelt nicht. Ja, komm. Wegen der Klimaanlage. Ja? Ja? Hast du den Schlüssel für die Toilette im Dschungel? Habe ich irgendwo am Strand verloren. Wo genau? Irgendwo bei den rosa Palmen. Es gibt keine rosa Palmen. Dann weiß ich es nicht mehr. Oh Mann. Ich gehe dann mal. Also wieder zurück zum Poolbereich, zum Strand, rosa Palmen. Vielleicht hat sie was gesehen. Auch nicht. Bis später. Danke. Du auch. Okay, das wollte ich jetzt nicht, dass ich hier diesen Dialog unterbreche. So, also die Yoga, die Miss Yoga hat keinen Dialog. Hier die Becke auch nicht. Der Typ und der Hotelhaberer drinnen auch nicht. Der mit dem Klavier nicht. Wir könnten jetzt mal hier schauen und mal drauf kommen. Aussichtsplattform. Oh. Ja, unglaublich. Pip heißt der. Du kommst mir so bekannt vor. Ey, klar, Mann. Wir kennen uns. Ich hab mich schon gewundert. Mindestens aus einem früheren Leben. Ich meine, das Universum hat einen Plan. Wie heißt du? Ich bin Pip, Mann. Ey, klar, Mann. Wir verstehen uns, Mann. Du heißt nicht zufällig Kip, oder? Hey, sehe ich vielleicht so gestresst aus, oder was? Dann muss ich dringend was dagegen unternehmen. Ach nee, das wäre ja auch Stress. Ich bin Pip. Kip ist mein Zwillingsbruder und echt nervig. Denkt immer nur an seine Karriere. Wie wird man denn so entspannt? Man muss die richtigen Sachen rauchen. Genau, sage ich auch immer, Bruder.
So, was haben wir? Rauchen ist ungesund. Kann man Zigaretten auch durch... Ja, genau, das fragen wir. Das fragen wir. Das wollte ich immer schon mal wissen. Man kann Zigaretten auch durch Sex ersetzen. Ey, ich hab nichts gegen Sex. Aber der geht nicht auf die Lunge. Jedenfalls komme ich gut ohne aus. Danke. Dein Verlust. Ich muss los, Mann, ey. Peace, ey. Peace, ey. So, was haben wir hier auf der Aussichtsplattform? Jede Menge Leute, da können wir echt froh sein. Da steht, dass dieser Bereich nur für Goldmitglieder ist. Verdammt, kann ich da jetzt nicht hintere? Hey Mann, du kannst nicht ohne Goldkarte hier auf die Aussichtsplattform. Ach Ich muss Gott. los, Mann, ey. Peace, ey. Bobbys Büro, komm. Die wird uns jetzt eine Goldcard geben. Dort ein Nemo, bitte. Und das letzte Mal, habt ihr das hier gesehen? Ein Affengemälde von einem dreiköpfigen Affen. Das hier ist jetzt offiziell das Monkey Island und Speedy Gonzales Zimmer. Was haben wir hier? Was ist das für eine Pflanze? Pflanzengemälde hier. Das schaut ja aus wie eine Astreine. Was ist das denn für eine Pflanze? Die ist sex-sensitive. Wenn man vor ihr Sex hat, öffnet sie sich. Hätte ich die im Zimmer, würde sie sich gar nicht mehr schließen. Brutal. Gibt es eine Pflanze? Ja, hier, Klingelingeling. Ich fingere da besser nicht rum. So, Penispalme steht da. Hey Bobby! Was gibt's, Larry? Ich brauche eine Goldcard. Da. Wie sieht's aus? Zeit für frischen Larry-Sex? Jetzt nicht. Ich habe gerade gegessen. Aber geh nicht zu weit weg. Ich bin da ziemlich spontan. Das habe ich schon gemerkt. Wie So. soll ich denn jetzt die Strafe abbezahlen? Treib das Geld auf, dann bist du frei. Aber so viel Geld habe ich nicht und ich muss von hier weg. Pech, Larry. Im Moment fahren hier auch sonst keine Schiffe rum. Seit dem Debakel mit diesem Festival legt hier kaum noch jemand an. Dem was? Vor ein paar Wochen ist so ein Typ hier auf der Insel aufgetaucht und wollte alles umkrempeln. Hatte 1000 Ideen, wie man die Insel zur größten Attraktion der Südsee macht. Gute Idee. Aber er meinte, er müsste eine Zielgruppe herlocken, die sonst kein Licht sieht. Irgendwelche Sci-Fi-Nerds. Ein galaktisches Festival hat er es genannt. Was für ein Loser. War eigentlich klar, dass das nicht funktionieren wird. Hat er nicht genug Junkfood bestellt? Eher zu viel. Wir mussten es an die Delfine verfüttern. Die trieben dann tagelang mit Blähungen in der Bucht. Nein, wenn es nur das gewesen wäre. Er hat alle möglichen großen und kleinen Influencer auf die Insel geschafft. Ihnen ein einmaliges, exotisches, galaktisches Festival versprochen. Aber er hat es hinbekommen, wirklich alles zu verplanen. Keine ordentlichen Zelte, nicht genug Betten, verdorbenes Essen. Gepanschter Alkohol. Als die ganzen Influencer hier waren, dachten die, dass es angesagte Bands und große Stars gibt. Aber dann waren nur Darsteller aus irgendwelchen billigen Filmen hier. Wer hätte gedacht, dass ein Nebendarsteller aus Orang Raptor versus Moreno gar nicht so spannend ist? Dann fing die Randale an. Immerhin haben die Zelte nicht so lange gebrannt. Am nächsten Tag wurde evakuiert. Bis auf diese eine Influencerin. Eine Travel-Bloggerin. Die mosert jetzt an allem herum und zieht das Hotel so richtig in den Dreck. Sie hat uns bei Galt nur 2 Sterne gegeben. Und das wirkt sich auf unsere Buchungen aus. Ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Aber rausschmeißen kann ich sie auch nicht, weil sie darauf beharrt, alles zu bekommen, was dieser Typ ihr mit dem Festival versprochen hat. Wenn ich den noch mal in die Finger kriege. Wer war es denn? Der Kerl, der diese Technologiefirma geleitet hat. BJ! Oh. Kennst du ihn? Was mach
machen wir jetzt? Wir sind so dicke. Sind wir eigentlich, aber nie gehört kann ich auch nicht sagen. Nie gehört. Sollte er dir über den Weg laufen, ignoriere seine Ideen. Danke, werde ich mir merken. Wenn du dich um diese Travel-Bloggerin kümmern kannst, sind wir quitt. Sorge dafür, dass sie uns die vollen 5 Sterne bei Galb gibt. Alles klar, ich kümmere mich darum. Sag mal, Kip und seine Brüder... Welche Brüder? Seine Zwillingsbrüder. Welche Zwillingsbrüder? Die alle hier auf der Insel sind, die hier auch arbeiten. Ich habe nur Kip angeheuert. Aber er hat Zwillingsbrüder. Hast du ihn schon mal mit einem seiner Brüder in einem Raum gesehen? Okay. Ja, natürlich nicht. Es könnte auch sein, dass es sich hier tatsächlich nur um eine Person handelt. Ja, könnte sein. Wie bekomme ich mein Floß zurück? Das ist mir egal. Emma kümmert sich um den Schrott, der angeschwemmt wird. Ich muss diese Insel verlassen. Vielleicht verschwindest du einfach spurlos wie viele andere Gäste. Was? Ich meinte, wenn du dich erstmal eingelebt hast, wirst du gar nicht wieder weg wollen. Ja, Kollege, da haben wir nämlich Fass. Und mit diesem Fass gehen wir dann mit Boot schwimmen, verstehst du, und sinken in Meer. Kann ich in das Hotelzimmer von Faith gehen? Was willst du denn da? Ich suche nur noch mehr Unterwäsche von ihr. Ich will rausfinden, was aus ihr geworden ist. Okay, du scheinst großes Interesse an ihr zu haben. Ich habe keine Zeit, mich mit solchen Sachen rumzuschlagen. Frag Kip danach, der Typ in der Lobby. Danke. Verdammt, was ist mit unserer Goldcard? Kannst du mir was über diese Gründungslegende der Insel erzählen? Ja, natürlich. Das ist unsere wichtigste Touristenattraktion. Zumindest in der Theorie. Eine alte Sage berichtet, was damals geschehen ist. Aus England kam an diese Gestade gesegelt Captain Muffington, ein harter Haudegen. Er suchte Reichtum, er suchte das Glück. Doch die Crew war gewählt ohne Geschick. Das reimt sich aber alles nur mit Mühe. Und es gibt noch keinen Sex. Lady Gobbledick war die einzige Frau an Bord. Vielversprechender Name. Und Marquis de Connard, der plante einen Mord. Diese verfluchten Italiener. Er war Franzose. Immerhin kein Deutscher. Die sind so humorlos. Der Marquis war ein übler Frauenheld. Solche Leute soll es geben. Der immerzu jagte nach Geld. Der erste Mord war ihm auf der Spur. Reginald Cockburn, eine beeindruckende Figur. Doch verfiel Lady Gobbledick und begann sie zu poppen. Der Marquis fand eine Höhle voller Mysterien und geriet in schlimme Delirien. Er hatte Dinge über sich erfahren, die er niemals hatte können ahnen. So fiel er erst dem Wahnsinn anheim und dann in des Vulkanes Schlund. Und Captain Muffington sank auf den Meeresgrund. Während Cockburn und Gobbledick in Kalauer verblieben, um sich bis ans Ende ihrer Tage zu lieben. Was hast denn du für einen Spruch drauf? Meine Güte! Ich hatte auf mehr Sex gehofft. Das habe ich vermutet. So, das hören wir uns jetzt nochmal an. Kannst du mir was über... Ja, natürlich. Aber im Schnelldurchlauf. Das ist unsere wichtigste Touristenattraktion. Was zumindest so aussieht. In der Theorie. Eine alte aus Eng... Captain, er sucht doch die... Das... Und es gibt... Lady... und Mark... Diese... Er war... Immerhin... Der Mark... Solche... Der immer... Der... Er... Regible... Doch... Der Mark... Und Ger... Er hatte... Die N... So viel... Und Cap... Wäre... Um sich... So. Was haben wir da noch? Ich habe auf mehr Explosionen gehofft. Warum haben sie denn... Schlüssel aufgeteilt und versteckt und ich nicht einfach im Vulkan vernichtet. Warum haben Sie den Schlüssel aufgeteilt und versteckt und ihn nicht einfach im Vulkan vernichtet? Es ist eine Legende, Larry. Wahrscheinlich stimmt nur ein kleiner Teil davon. Aber es hilft mir, die Insel anzupreisen.
Okay, ich sehe es ein. Oder hören wir uns die dritte Antwort auch noch an? Ha, komm, noch einmal. Kannst du mir was über die... Ja, zum einen aus Cap, er ist doch das und Le und dies. Er war immer der, so, der Red, doch der und er, die, so und weh ums... Ich hatte auf mehr Explosionen gehofft. Nicht auf mehr Sex? Du bist lernfähig. Hey, Geier, so beeindruckt, Mann. Ich muss los. Ich wollte eigentlich hierher wegen dieser verdammten Vermaledeiten... Nimm dir ruhig eins, Larry. Als Belohnung für die Vereinigung unseres Fleisches vorhin. Ui, danke. Oh, hauer. Gute Idee, aber so nicht. Eine Gold Card. Können wir uns irgendwie eine Gold Card bauen? Das ist ja unglaublich. Pass mal auf, wir geben den Aluhut den einen Hapsche da unten. Aber nicht den in der Lobby, sondern den an der Bar. Aber vorher fragen wir den in der Lobby nach den Schlüssel für Fates Zimmer. Ja? Ja? Bobby meinte, dass ich dich fragen soll, ob ich in Faiths Zimmer gehen kann. Klar, also, wenn du diese Faiths so gut kennst. Aber natürlich. Dann geh ruhig hin. Ist sicher okay. Finde ich auch. Zimmer 404. Kommst du über den Fahrstuhl dorthin? Danke. Na, bitte, es geht ja total einfach. Ich gehe dann mal. Ja, und wenn es so einfach geht, gehen wir jetzt mal darüber. Ich möchte mich eines sehen, auf was steht die Klimaanlage um alles in der Welt. Dann schauen wir mal. Auf Cold, okay. Na, ist ja eine Klimaanlage. Okay, so lassen wir es einmal rennen. Noch im Moment. Wir stellen es dann um auf heiß. Aber. Zuerst gehen wir in Fates Zimmer. Jeden noch so kleinen Strohhalm, an den werden wir uns klammern. Hier wie ein Affe. Aber diese Fickeraffen, wie heißen die? Diese Schimpansen aus diesem südlichen Bereich eher. Vom Fluss südlich, ich weiß jetzt nicht, wie es heißen. Wenn ihr wisst, wie die Schimpansen auf der südlichen Seite des Flusses heißt, dann schreibt es mir bitte als Kommentar. Das ist ihr Zimmer. Warum bist du dir so sicher? Erkennst du irgendwas wieder? Nein, das ist ihr Geruch, eindeutig. Ich hoffe, sie bauen mir niemals Riechsensoren ein. Na, Pi. Was war das jetzt? So, jetzt schauen wir uns hier mal um, aber in aller Ruhe, weil wir immer Zeit. Das Bild da hinten. Dieser Zug, was fährt im Tunnel? So, das schreit er direkt nach einem F12. Und ich vermute mal stark, dass es hier unser Startbild. So, na dann gehen wir es mal Minibar. Die kann man aufmachen. Nein. Wenn ich die Eiszapfen so sehe, scheint die Minibar richtig gut zu funktionieren. Okay, also notfalls können wir da drinnen was kühlen. Eine Goldcard. Yeah! Diese Karte weist Goldmitglieder des Hotels aus. Einstecken. Jawohl, auf die jetzt warten bin ich wir Goldmitglied. Doch. Ja, aber wie? Was ist du? Wir. Und hier? Vierteldollarmünze. Oh, eine Vierteldollarmünze. Einstecken. Schwuppdiwupp. So, was haben wir hier als nächstes? Ein Höschen. Faiths Unterwäsche. Sie verfolgt mich regelrecht. Genau genommen du sie. Ah ja, na sehr witzig, ja. Soll ich die mitnehmen? Du hast wirklich genug Unterwäsche von Faith in den Fingern gehabt.
Soll ich die mitnehmen? Du hast wirklich genug Unterwäsche von Faith in den Fingern gehabt. Mensch, frag nicht. Greif zu. Soll ich die mitnehmen? Du hast wirklich genug Unterwäsche von Faith in den Fingern gehabt. Ah. Was weiß die von genug Unterwäsche? Ein ganzer halber Dollar. Eine goldene Hotelmitgliedskarte. Damit komme ich in exklusive Bereiche. Steht drauf. Ein einfacher Reisekoffer. Ah, den lasse ich besser hier. Hier hat ein galaktisches Festival stattgefunden. Hm, vielleicht war Faith dort. Ich nehme ihn mit. Habe ich in Faiths Hotelzimmer gefunden. Darauf steht etwas über ein Festival, das hier stattgefunden hat. Das Pyre Festival bringt dir die größten Stars aus Film, Internet und Musik unserer Zeit und endlose Partyatmosphäre. In einem exotischen Archipel erwarten dich sinnliche Genüsse und die coolsten Leute. Dort soll sich auch eine Höhle befinden, die das ganze Wissen des Kosmos in sich trägt. Dich erwartet ein galaktisches Festival. Na schau. Auf das freuen wir uns natürlich auch. Und da sind wir eigentlich schon durch hier, Leute. Oh, das kann man nicht öffnen. Mit Blick auf eine Dschungeltoilette. Scheint nicht das beste Zimmer zu sein. Ja, aber schaut hier aus dem Fenster. Bei diesem Bettchen hier. Das ist dieses herzförmige Bettchen, was sich der Typ da wünscht. Diese Managerfigur. Aus was weiß ich wo alles. Bitte schaut euch die zwei Bilder an hier. Schaut euch die Bilder an. Die sind so genial. Unglaublich, wirklich. Da sieht man wiederum, was auf was es ankommt, oder? Na, hier. So, in die Lobby oder zurück in die Lobby. Na, auf die Aussichtsplattform hier rauf. Also, nochmal rein hier in den Aufzug. Und Aussichtsplattform. Also, wenn ich mich recht überlege, dann möchte ich nochmal runter. Jetzt, wo ich den hier sehe mit dieser Wollmütze, möchte ich nochmal in die Lobby und schau, dass der hier trägt nämlich so einen pagen Hut. Und jetzt schauen wir hier zum Poolbereich, was trägt eigentlich der hier? Eine Kappe. So, und den werden wir jetzt dann aufschwätzen, den Aluhut. Ey, nichts für mich. Verdammt noch eins. Warum? Das ist genau das Richtige für dich. Ich glaube, der checkt tatsächlich die Leute ab, wo die hingehen und dann rennt er wie ein Besessener dorthin. Ohne ein Wort, schau, ohne ein Wort. Ein Beutel mit Samen der Marke Ultra Rapid Grow. Alles, was wir tragen können, wird hier eingesteckt. Die zu sortieren würde ewig dauern. Der Samen scheint das Beet richtig sprießen zu lassen. Ich lasse die Pflanzen besser in Ruhe. Damit kann man sich die Münzen wiedergeben lassen. Alte Larry-Regel, wenn man nichts reinsteckt, kann auch nichts rauskommen. Ja, vielleicht liegt schon was drin, haha. Auf einer kleinen Plakette steht,
Dauerleihgabe des Video Game Soda Machine Project, West Virginia. Ich werde nicht daran rütteln und nicht dagegen treten. Auch Getränkeautomaten haben Respekt verdient. Wow, was für ein Blick! Nein, ich bleibe lieber auf der Aussichtsplattform. Denkst du, was ich denke? Sex? Nein, mit dem Teleskop können wir nach Faith suchen. Das ist auch eine gute Idee. Da muss man Münzen einwerfen. $1 braucht man insgesamt. Wir haben erst einen $0.50. Und ich wollte eigentlich den hier... Das hilft mir nicht. ...in den Getränkeautomaten investieren. Hey, der hat einfach das Geld geschluckt. Dämlicher Automat. Irgendwann werden sich die Menschen gegen die Maschinen auflehnen. Was ist los, Larry? Och, nichts. Auf einer kleinen Plakette steht Dauerleihgabe des Video Game Soda Machine Project, West Virginia. Weg sind sie, die Münzen. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Hm. Mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, da ist mein Geld ja wieder. Oh, es ist sogar noch ein $0.25 mit rausgekommen. Sehr gut. Das machen wir nochmal. Ich werde nicht daran rütteln und nicht dagegen treten. Auch Getränkeautomaten haben Respekt verdient. Oh, da ist mein Geld ja wieder. Immerhin ein $0.75. Sodala. Und lass mal raten hier, das Gerät, das lässt natürlich nicht mit sich handeln. Das ist gut so, wie es ist. So, was machen wir jetzt an? Er wird zu aggressiv. Er wirkt so aggressiv. Ist total chillig hier. Hey, Partner. Ich muss los, Mann, ey. Peace, ey. Der Samen scheint das Beet richtig sprießen zu lassen. So, was machen wir als nächstes? Was fällt uns jetzt noch für ein Blödsinn ein? Mir jetzt im Moment einmal nicht wirklich ein Blödsinn. Da müsste ich erst das Schloss aufbekommen. Na, damit werde ich es nicht aufbrechen können. Wir haben aber nichts zum Aufbrechen. Da haben wir eine Broschüre, das hier, ein Leucht, ein Knicklicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Schade. Ich wüsste auch nicht, was man damit machen kann. Das lässt sich nicht kombinieren. Auch nicht, gell? Das hilft mir nicht. Gute Idee, aber so nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Auch schade. So, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Dann werden wir einmal hierher gehen und die Temperatur steigern. Für was auch immer. Oder fällt mir sonst ein Blödsinn ein? Ich wüsste jetzt nicht, warum ich die Sau hier grillen soll. Obwohl, das wäre noch eine Option.
Au, warte, bin ich ein übler Junge. Ja, ja, kannst einen drauf lassen. Wir wollen hier keine Scheiße hören, klar? Nur das nicht. Verdammt richtig. Wir wollen keine Scheiße hören. Hat das jeder verstanden? Und wir lassen uns auch keine Scheiße gefallen. Noch niemals haben wir uns irgendwelche Scheiße gefallen lassen. Verdammt richtig. So, und hier haben wir schon wieder Partende und so schnell sind 30 Minuten um und währenddessen ich mir diese wunderbare Wave-Datei angehört habe, die unser Partende einspricht quasi, habe ich mir die Leinwand hier angesehen und mich daran erinnert, dass wir in diesem Schaltkasten ein Rauf-Runter für die Leinwand haben. Das heißt, hier dahinter dürfte sich noch etwas verbergen und das werden wir im nächsten Part lösen. Weil irgendwo muss ja hier weitergehen und wir suchen natürlich dringend den Anschluss, weil wir leider Gottes im Moment hier ein bisschen festsitzen. Ich sage danke fürs Zusehen, Leute. Im nächsten Part seht ihr mehr und tschüss!